So, servus Freunde, willkommen zurück bei der Shisha-WG. Heute gibt es mal ein kleines Shisha-Experiment und zwar wollen wir heute herausfinden, ob man wirklich rausschmecken kann, wenn Wodka in der Bowl ist oder ob das einfach nur Placebo ist und man sich das Ganze einredet. Sollte euch das Video gefallen, lasst gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da und jetzt viel Spaß beim Experiment. So Leute, hier seht ihr erstmal die Wodkaflasche. Ich mache jetzt das Siegel oben auf. Ja. Ist jetzt oben offen. Ich wünschte, ich könnte einen von euch dran riechen lassen, damit mir jetzt auch keiner sagen kann, dass das nicht echt ist. So, wir entscheiden uns jetzt, in welche von den beiden Bowls der Wodka reinkommt. Und ich werde diese hier nehmen. Das heißt, hier kommt jetzt Wodka rein. Natürlich auch der gute Absolut, ja. An keiner falschen Ecke sparen. So, das sollte reichen an Wasser. Ansonsten machen wir da noch was dazu. In die andere kommt jetzt Wasser rein. So. Sieht absolut identisch aus. Wasserstand ist in der ein kleines bisschen zu hoch. Machen wir noch einen Schluck raus. So, ja, noch ein kleines bisschen und dann passt es. Dann schrauben wir mal die Pfeifen drauf. So, passt auf jeden Fall bei beiden. Jetzt kommen die Pfeifen rüber. Ihr wisst Bescheid, in der mit diesem Tauchrohr ist Wasser drin, in der mit diesem Tauchrohr ist Wodka drinne. So, wollen wir doch mal gucken, wer da was rausfindet. So, auch wenn die Köpfe nicht gleich hoch sind, wir haben in beiden Köpfen Black Nana drin. Es sind beides die Huacaya von Somo und Alpaca. Da kommt jeweils eine Smokebox drauf, das heißt selber Geschmack, selber Kopf, selbe Hitze, selbe Kohle, alles gleich. Nur, dass in einer Bowl eben Wodka ist und in der anderen Wasser. So, der Warren bringt mir gerade die Kohle. Ich rauche natürlich beide Pfeifen an, damit die Leute auch nur angerauchte Pfeifen hier bekommen. Ich habe eben schon mal dran gezogen, ich finde es erstaunlich. Also ich wusste sofort, wo was drin ist und das kann kein Placebo sein. Das ist safe, dass man so schon mal rausschmeckt, wo was drin ist. Ich bin gespannt, ob es mit Tabak an schwieriger wird. So, da sind wir wieder. Ich habe hier mein erstes Opfer. Ich glaube, stell dich einfach mal gerade kurz vor. Ja, hi, ich bin Niklas, 22 Jahre alt und stolzer Besitzer der anderen Shishaya. Richtig. Er spricht übrigens über die Shishaya, die auch auf seiner Seite steht, mit diesem Mundstück. Und das Mundstück ist das von meiner. Ich halte jetzt nochmal das Mundstück in die Kamera. In dessen Bowl, also ne, an der Pfeife in dessen Bowl, ist dann auch der Wodka drin. Das ist dieses hier. Diese Pfeife ist mit Wodka in der Bowl. Ich habe die eben schon angeraucht, ich weiß ja, in welcher was ist. Und ich finde, es ist krass eindeutig. Also ich glaube, jeder wird das sofort rausschmecken. Aber wir testen das Ganze nochmal. Also, dieses hier ist ohne Wodka, einfach nur mit Wasser. Und dieses hier ist mit Wodka in der Bowl. Ich ziehe nochmal an beiden, damit ihr nochmal vergleichen könnt. Keine Ahnung, beim Rauch merkt man auf jeden Fall an sich keinen Unterschied. Hält die Augenklappe? Ja, hält ganz gut. Ja. Du kannst ja noch was... Was ist denn dein Lieblingstabak? Also das frage ich jetzt auch jeden von den Gästen nochmal. Am liebsten rauche ich von Somo Strong Red. Gut, das war einfach und schnell beantwortet. Also ich finde es extremst eindeutig. Ich würde sagen, ich gebe dir jetzt mal den Schlauch Nummer 1. Ja, das hat folgende Farbe, ihr seht das. Ja, ja, ich wollte es nochmal in die Kamera halten. Okay. So, dann probier mal den. Mhm. Ja, nochmal ziehen. Kannst du dich zweimal ziehen? So, und ist irgendein Unterschied bis jetzt merklich? Würdest also, du sagen, schmeckt das Black Nana. Ja, aber schmeckt es irgendwie anders bis jetzt? Ich probiere jetzt mal die andere. Nein, ich wollte ja, bevor du die andere probierst, schon deinen Eindruck haben. Jetzt ohne Vergleich schon mal nicht, wissen. Also ich, ein bisschen vielleicht, ein bisschen. Vielleicht ja, ein bisschen bitterer. Bisschen bitterer? Ja. Würdest du sagen. Dann probier mal Nummer 2. Im Nachgang. Mal gucken, ob du bei Nummer 2 dann direkt sagst, oh. Oh.
Alter! Das ist ja wie ein Shot dahinterher, ey. Alter. Ja, ist eindeutig. Krass. Ist eindeutig, oder? Krass. Also halt nochmal das Mundstück in die Kamera, von dem du denkst, es wäre... Auf jeden Fall das. Ja. Oh. Also, Alter, gib mir nochmal die andere zum Nachlöschen. Zum Nachlöschen. Ja, genau. Hier, gönn dir. Ich ziehe auch nochmal an. Der mit Wodka in der Bowl. Also, Ich wollte es eigentlich erst nicht auflösen, was ist. Aber es ist so eindeutig, wo krass, Wodka drin ist. Ey. So, nimm aber bitte nochmal ein paar Züge. Und dann will ich noch mal wissen, ob du irgendwie noch mal beschreiben kannst, wie das Ganze so war. Ja. Warte, ich tausche noch mal. So, hier ist wieder das Mundstück. Boah, da kommt ja fast hoch, ey. Das ist eklig. Also, man merkt extrem drückendes Gefühl. Und man schmeckt den Wodka wie, als ob man wirklich gerade einen Shot trinkt. Also, extrem krass. Schmeckst du direkt. Ja, dann würde ich sagen, holen wir mal Kandidat Nummer 2 und lassen Kandidat Nummer 1 ein bisschen entspannen. So, Kandidat Nummer 2 ist bei mir und ich schätze, ihr werdet ihn trotz heftigster Vermummung erkennen. Nochmal zur Erinnerung, dieses Mundstück ist mit Wodka, dieses ist ohne. Ich werde ihm jetzt als erstes dieses hier geben. Einmal mit der Hand. So, probier mal das. Und erzähl mal so deine Eindrücke nach einem Zug. Also ich muss sagen, schmeckt für mich eigentlich komplett normal. Ich würde sagen, das ist halt einfach ganz normales Wasser. Mhm. Also jetzt so vom ersten Eindruck merke ich absolut keinen Unterschied. Okay, jetzt dieses Mundstück hier. Okay. Ja, also es erübrigt sich auf jeden Fall. Ja, natürlich, das muss das mit dem Wodka sein. Also. Also, ich hätte niemals. Also, wir eben saßen noch alle drüben beim Anrauchen, aber es wusste keiner, welches was ist. Und hätte man beim Anrauchen auf mich geachtet, hätte einem sofort klar sein können, was ist. Also, ey, man kann nicht mal wirklich einen längeren Zug wirklich auf Lunge nehmen, weil es irgendwie direkt so. Es ist extrem belastend. Es drückt und zerfetzt so. Alles, ne? Ja, und man merkt halt einfach so, hier wird einem irgendwie ein bisschen wärmer sogar teilweise, muss ich sagen. Also ich finde, es ist auf jeden Fall ein heftiger Unterschied. Man kann nicht wirklich lange einziehen. Nee. Aber ja, ich hätte es auf jeden Fall nicht so krass gedacht. Ich würde auf jeden Fall sagen, so ja gut, irgendwie der Dampf vom Wodka oder so kommt auf jeden Fall durch oder steigt nach oben. Aber dass es so krass ist, hätte ich nicht gedacht. Ja. Also das ist so, als würde man, keine Ahnung, vielleicht denken, man würde Brennspiritus trinken oder sowas. Ja, auf jeden Fall. Es ist heftig. Also ich hätte auch niemals gedacht, dass es so krass ist. So, der nächste Gast, die Sophie, die Freundin vom Niklas, den ihr eben schon gesehen habt. Willst du dich noch kurz, genau, sag doch mal hallo und, keine Ahnung, willst du auch gerade nochmal Lieblingspfeife, Lieblingstabak oder so sagen? Nee. Einfach alles, was fruchtig ist. Okay. Sehr gut. Ja, ich gebe dir wieder zuerst diesen Schlauch. Zur Erinnerung nochmal, das ist der ohne, das ist der mit. Na, du kriegst als erstes diesen hier. Und dann probier mal. Oh mein Gott. Ja, das Übliche halt, ne? Das Übliche? Ganz normal, kein Unterschied. Schmeckt gut nach Black Nana. Ja, Traum halt, ne? Okay, dann kriegst du jetzt Schlauch Nummer 2. Ja, gut, nimm noch einen zu. Okay, jetzt Schlauch Nummer 2. Und dann mal gucken, ob du einen Unterschied merkst. Okay, nee. Man merkt es definitiv. Ist eindeutig, oder? Ja, aber das hat so einen leicht anderen Geschmack. Das schmeckt irgendwie... Es schmeckt nicht direkt danach, aber es schmeckt anders und es drückt widerlich. Es drückt echt widerlich. Also der ist wirklich ekelhaft zu rauchen. Ja, ich würde sagen, auch das war eindeutig. Mein nächster Gast ist bei mir. Diesmal der Christian von der Instagram-Seite Shisha-Gott. Ich werde die euch auch nochmal unten verlinken. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Na, zur Erinnerung, das ist der mit Wodka, das ist der ohne Wodka, also nur mit Wasser. Und ich werde ihm als erstes diesen Schlauch hier geben. Einmal wieder Hand. So.
Und dann schauen wir mal, ob der Christian herausfinden wird, um welche Pfeife es sich dabei handelt. Aber sie hat recht. Es schmeckt nach Pflaume. Das war auf jeden Fall der tiefste Zug, den jemals jemand genommen hat von dieser Pfeife. Ich gebe dir mal den anderen, aber ich glaube, du kannst es dir auch schon denken, oder? Ja. Ich kann auch einfach nicht an ihm ziehen, ne? Es schmeckt nach Pflaume. Schmeckt nach Pflaume. Also... Der erste schmeckt nach Pflaume und du sagst, welcher war der mit Wodka? Der erste. Okay, wie würdest du das so beschreiben vom Gefühl beim Ziehen her und so? Ja, man hat direkt ein Stechen im Hals auf jeden Fall. Also, wenn man Wodka pur trinkt, hat man das gleiche ungefähr. Ich finde es sogar schlimmer, als Wodka zu trinken. Also ich finde Wodka in der Bowl beim Rauchen, finde ich schlimmer, als ein Wodka zu trinken. Also du bist dir relativ sicher, du weißt, welcher was war. Ja, auf jeden Fall die erste. Ja. Man hat es genau gemerkt. Ja, ich finde auch, es ist zu eindeutig. Du hast natürlich recht, die erste war die mit Wodka. Also bis jetzt hat es einfach jeder sofort richtig geraten und man merkt es einfach so krass beim Rauchen. Und damit kommen wir dann mal zum letzten Kandidat und gucken, ob auch der das erraten wird. Aber ich bin mir ziemlich sicher, das wird eindeutig ausgehen. So Leute, wir kommen mal zum letzten Gast und wir gucken mal, ob auch der gute Nick von Shisha Clique Koblenz erraten wird, welche Pfeife was in der Bowl hat. Zur Erinnerung, das hier ist mit Wodka, das hier ist mit Wasser und er bekommt als erstes dieses hier. Bitte einmal Patschehändchen. So, und dann einen schönen tiefen Zug von der Wasserbowl. Oh, scheiße. Ja, das ist die mit Wasser, ja, ne? Ja, ganz klar. Ja. Aber es scheint, also entweder hatten Christian und Nick die stählernden Lungen oder so langsam wird es besser. Ich muss gleich auch nochmal probieren, ja, weil so tief konnte am Anfang keiner ziehen. Definitiv nicht. Okay, nochmal, brauchst du noch den Vergleich, ja? Willst du nochmal? Ja, würde dann doch nochmal gerne der andere. So. Oh, viel besser. Ja, ich denke, du weißt, welche du sagen würdest, was wäre mit Wodka? Auf jeden Fall die erste. Auf jeden Fall die erste, das ist wieder richtig. So, ich würde sagen, wir nehmen dir erstmal die Augenbinde ab. So, und wie würdest du nochmal das Gefühl beschreiben, wenn man an der Pfeife mit Wodka in der Bowl zieht? Ja, also auf jeden Fall hat man... Danke! Nicht mehr. Danke. Okay. Auf jeden Fall ein Stechen und der Geschmack ist irgendwie ganz komisch. Also Pflaume habe ich jetzt nicht ausgeschmeckt. Muss probier doch nochmal, vielleicht schmeckst du ja Pflaume. Wollen wir probieren? Ja, nimm doch nochmal einen Zug. Das sah legendär aus. Oh Gott, das ist echt eine Quälerei, oder? Nee, Pflaume ist auf jeden Fall nett. Also die ersten Sekunden, wo du da ziehst, schmeckst du erstmal gar nichts und dann auf einmal kriegst du so ein richtiges Stechen hier so im Halsbereich hin, ey, das ist richtig böse. Vor allem auch wirklich so böse, dass man einfach nicht mehr weiterziehen will oder kann oder wenn man es tut, muss man einfach sofort husten. Also ich finde es erstaunlich, ich meine, wir haben das früher auch mal am Badesee gemacht, ich habe das nicht so schlimm in Erinnerung, nee, richtig krass. Vielleicht sollte man es noch mit ein bisschen Wasser gemixt probieren oder so. Ich weiß nicht, wie sieht es bei den anderen aus, fühlt sich irgendjemand betrunken? Nein, okay. Also Leute, Wodka verdampft nicht bei der Temperatur, von daher nehmt ihr keinen Alkohol auf. Aber diese Dämpfe, die da doch sind von dem Getränk an sich, die spürt man auf jeden Fall krass und es zieht einfach komplett die Lunge zusammen. Ich hoffe, wir konnten euch einen coolen Eindruck davon geben, wie das ist, wenn man mit Wodka in der Bowl raucht und vor allem nicht weiß, was man raucht und null Placebo dabei ist. Also keiner von den Leuten wusste, wo was drin ist. Alle haben es aber eindeutig erraten. Also, ja, es macht einen Unterschied, aber nein, man wird nicht betrunken. Ich hoffe, das Experiment hat euch gefallen. Wenn ihr mehr so Sachen sehen wollt, schreibt auf jeden Fall unten einen Kommentar rein. Lasst einen Daumen nach oben oder ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Shisha WG. Ciao. Ciao. Less than fashionable cubbyhole of the San Francisco Examiner. These editors are programming today's copy of the paper into that same Ohio computer. When the telephone connection between these two terminals is made, the newest form of electronic journalism lights up.